Hallo und herzlich willkommen zurück zu DayZ mit der üblichen Gruppe, dem Benny, dem Basarata, dem Dennis und dem Currywurst. Und wir sind immer noch an der Klippe, schauen uns das Ende der Map an und sind am überlegen, wo wir jetzt als nächstes etwas Fleisch bzw. Wir sind vielmehr am überlegen, wie können wir dem Tommy bei dieser misslichen Soundproblemlage helfen. Ja, das hat sich ja jetzt zum Glück einigermaßen geklärt. Ja. Du klingst zwar immer noch so, als ob du gerade im Ozean unterwegs bist, aber das ist okay. Stimmt, wirklich. Also bei mir? Hey, wo lauft ihr hin? Wo lauft ihr denn hin? Benny. Ja, Benny, du gehst komm. Jetzt vor, du kleiner Mann mit dem Rucksack. Ja. Coolen ich war eh schon dreimal da und musste wieder zurückkommen. Mit deinem coolen Tunista. Tunista. Ja, wir haben immer noch keine Tiere gesehen, außer hier die vier, die vor mir laufen. Und wir wollen, also es gibt hier auf jeden Fall Schweine, Kühe gibt es. Die Kühe haben eine super geile Animation, die sind super stolz, wenn die rumlaufen. Das ist kein Quatsch, ist tatsächlich so. Und Hirsche gibt es auch. Und Schweine. Man kann die häuten und man kann die dann essen, braten. Lecker, lecker, Bäcker. Das wollten wir euch eigentlich noch zeigen. Ja, finden mal. Ja, aber das Ding ist, wenn du die suchst, findest du sie nicht. Das ist teilweise echt so krass, weil du die ganze Zeit darauf achtest. Wenn du also dann irgendwann Felder abchecken, meintest du ja, ne? Aber wir hätten auch mal noch zu dem Turm gekonnt. Hier ist, ich sehe gerade auf der Karte, hier ist so ein Aussichtsturm. Ich gehe da ich wollte gerade sagen. Ja, man kann sich auch daneben stellen und ein bisschen in das Tal gucken. Ach, haben wir ja gerade wunderschön gemacht ans Ende der Welt. In das andere, in das, wo die Stadt ist. Aber gut, guck aber mal, gut. Da ist Vogelscheuche. Wollte ich gerade sagen. Aber hier finde ich eigentlich, hier könnten noch Tiere irgendwo sein. Eigentlich schon. Also ein Schwein haben wir, ein Wildschwein habe ich gesehen schon mal. Und ein Hirsch, aber der Hirsch war schon erledigt, also. Aber ihr meintet ja mal, die sind eher so in den Wäldern, dann müssen wir vielleicht auch eher da gucken, ne? Ja, nee, warte mal, die Kuh stand einfach da irgendwo so. Ja, die stand einfach da so rum. Gemacht. Aber alleine stand die da. Weil ich würde gerne mal Tiere finden, das wäre voll schön, ich würde mich voll freuen. Nee, du musst abknallen, Alter. Brauchst du was zu essen? Nein, ich spiele mit denen. Mach die mit der Mistgabel fertig. Das würde ich sehen. Ja, allein deswegen müssten wir jetzt eine Tierfolge machen. Tier versus Mistgabel. Die Mistgabel, wie gesagt, auch neu. Es gibt viele neue Inhalte, ohne Scheiß. Wir werden da noch einige Folgen mit verbringen, diese zu erläutern und zu checken und selber mal anzuschauen. Und natürlich, zwischendurch kann es immer wieder zu Gefechten kommen. Auch wenn wir jetzt hier so rumschlawenzeln. Wir haben es ja gesehen in der vorletzten Folge. Plötzlich ballert einer drauf. Wir sind zwar irgendwo und nirgendwo. Aber gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt schauen sich natürlich auch viele Leute die neuen Inhalte und die neuen Städte an. Und dementsprechend kann es jederzeit zum Gefecht kommen. Deswegen halte ich meine Mistgabel bereit, jederzeit parat, um ein Gefecht im Notfall. Saraza, der alte Mistkerl. Was? Ja, und hier sind wir jetzt, ich sag's mal, in Kamanovka, ein neues Dorf. Sieht auch ganz anders aus als die anderen Dörfer. Also finde ich schon, so mit den ganzen Heuballen und diesen Heuhaufen und schön gemacht. Ja, da leider nicht so groß. Gut. Oh, warte mal, was ich zeigen wollte. Guck mal, hier sind ja Steine. Warte mal, Leute, hat jemand eine Axt? Hat jemand eine Axt? Meine ist kaputt, ich hab eine Spitzhacke. Oh, warte mal, Kadi, können wir Bären suchen? Ah, hör zu, nicht die Bären essen. Nicht essen. Die können nicht essen. Nicht essen. Guck mal. Ey, damit können wir wen füttern und fesseln. Ja, du kannst damit auch jemanden umbringen. Aber ich habe noch voll nie lustig. Welche gefunden am Busch. Ich habe bestimmt schon 10 oder 20 Büsche durchsucht. So, ja, hast du eine Spitzhacke? Ich habe eine Spitzhacke, ja. Komm mal mit. Wo bist du denn? Wer bist du denn hier? Das gehen hast du voll, hast du... Nee, doch nicht. Zum Anzünden was? Nee. Ich glaub, hat jemand von euch Streichhölzer? Ich glaube, der Walle müsste im Rucksack Streichhölzer haben. Nee, Streichhölzer habe ich nicht. Ich habe noch so einen Roadflare. Ich habe noch einen Small Gas Canister und einen Cooking Pot halt, ne? Kochtopf. Ach so, ja, genau. Oben drauf ein Burlap Sack und einen Handschellen habe ich auch noch. Wie hast du das denn gemacht, Curry, dass du an den Stein das abbauen konntest? Ja, es ging halt an dem Stein, einfach mit dem Mausrad gedreht und dann... Ja. Hast du das bei dir nicht stehen, oder was? In der Hand wahrscheinlich, ne? Hast du da ein Stück Stein abgebaut jetzt? Nee, ich such's gerade, wo man das, also man kann's auf jeden Fall machen. Also hier geht es nicht bei den Steinen. Es geht aber manchen Felsen, glaube ich. Ja, Minecraft, stimmt. Minecraft in DayZ. Geil, das ist schon ziemlich geil. Ja, also das finde ich super, aber bitte mach diese beschissenen Glitches weg. Du hast auch eine Spitzhacke. Ja, ja. Ich dachte, du hast eine Axt. Ich habe eine Spitzhacke. Spitzi. Okay, gehen wir weiter.
Schade, hätte ich mal gewählt. Hätte mal gerne wenigstens Feuer gezeigt. Karmanovka. Karmanovka. Ja, man immer gutes Karma. Ah, oh, cool, das ist ja auch ein nettes Foto hier. Und hier irgendwo links ist Tobi hatte Tobi in seiner Freizeit als Model geschossen, der Bild. Der Sohn von Peter Lustig. Dennis? Das macht mir Sorgen. Ah ne, da vorne ist der Kuri. Kuri. Wo seid ihr anderen beiden? Tommy, der Benny? Wir sind auch schon auf der Straße vorher. Du musst doch irgendwo ein schönes Schweinchen oder eine Kuh oder ein Reh cool sein. Mit dem Heubein. Verzeihen. Aber guck mal, wie unlogisch das ist, dass hier auf diesem der Pampa hier wirklich kein Tier zu sehen ist. Das ist eigentlich gar nicht. Wo wollen wir denn eigentlich hin als nächstes? Wo laufen wir jetzt eigentlich gerade hin? Tiere finden. Dazu müssen wir aber, glaube ich, durch das den Wald. Das wird tierisch gut. Da müssen wir ganz zurück, ne? Da können wir auf dem Rückweg eigentlich nochmal in Chernaya Pulana vorbei vielleicht. Aber das Pulana finde ich übrigens ist ein total ekliger Name. Pulana. Weiß auch nicht. Pulan. Pulana? Wo seid denn ihr, Benni? Ja, nochmal das Schild. Paulana. Wir gucken gerade, was hier an der nächsten Kreuzung so ist. An der nächsten Kreuzung bei mir kommt. Wie weit seid ihr denn vorgelaufen? Nicht so weit. Sind nur ein Elektro. Ja, das gleich. Aber hier ist noch so ein Haus. Gucken wir mal rein. Da ist ein rotes Viereck auf der Karte. Was ist das? Wäre eigentlich interessant zu wissen, also ein Auto, was hier vorher war. Wegen der Spitzhacke bevor wahrscheinlich. Oh. Und noch ein Angelhaken. Na, wo bist du denn? Angeln könnten wir theoretisch auch mal. Das wäre echt lustig, aber dafür braucht man wahrscheinlich auch noch ich glaube, dass hier irgendwann auch mal was hinkommt, weil hier ist alles so leer. Wir können ja eine Mistgabel nehmen. Seid ihr jetzt weiter geradeaus? Ja, die Straße runter. Ja, hier ist so eine Weggabelung, so eine Straßengabelung. Genau, und dann sind wir links. Da ist aber eine richtige Straße, kein Feldweg. Ja, und ihr seid links? Ja. Hier wird auf jeden Fall... Da sind mehrere Straßen. Hier wird auf jeden Fall was hinkommen. Dann müssen die ja hier lang sein, oder? Ja, hier kommt bestimmt eine Stadt hin. Da kommt nur so ein einzelnes Haus am Ende. Ja, das ist ja links von uns. Guck mal da hinten, das einzelne Haus. Da seid ihr, bei dem einzelnen Haus. Da war. Dann kommt mal raus, ich schieße euch. Ich esse gerade noch ein bisschen. Ja, brauchst du ja nicht mehr dann. Kannst du uns geben. Lass uns den Benny töten. Wieso? Dann verlauft ihr euch nur. Will ich ja nicht machen. Oh, ich hab einen Cooking Pot. Ja, haben wir auch. Hab ich auch. Cool. Ich hab sogar Spaghetti, ja. kann man das kaufen? Das, Tommy? Ja, ne? Ja, noch eine Kuh. Ja, war alles außer Tiere. Hey. Was? Hallöchen. Was tue ich denn mal weg? Wo ist denn hier keine Kuh? Die echt kleine Tiere sind, die sind ziemlich selten auf jeden Fall. Ja. Oder vielleicht liegt das auch daran, dass der Bereich hier noch ziemlich neu ist. Ja, gerade dann würde doch da ein Tier sein. Braucht noch jemand eine Trinkflasche? Hier steht eine rum. Könnte ich mitnehmen, ja? Kannst du mir mitgeben. Ich hab übelst viel Soda. Ich hab keinen Platz mehr dafür. Ach, egal. Trinken werde ich nicht scheitern. Was ist denn der Topf? Ach, vier Plätze. Ah, ich habe halt nur so einen scheiß Rucksack. Na gut. Wartet ihr da vorne? Ja, ja. Und wo gehen wir dann hin? Ich weiß es nicht, wo wir hier laufen. Gehen wir die Straße weiter. Vielleicht entdecken wir irgendwo ein kleines Schweinchen, ein Rehchen. Ja, sollen wir nicht mal querfeldein in den Wald dann einfach irgendwie? Ja, das Benni, Ding ist, du kannst nach links schon laufen. Wir sind auf der Parallelstraße. Das Ding ist, das muss nicht unbedingt im Wald sein, so ein Aber Tier. Da laufen wir dann jetzt zurück nach Svetlojask, ne? Kann sein, ja. Okay, dann reisen wir wohin? Oder links. Ja, hier. Oder was haltet ihr davon, wenn wir einfach hier lang gehen? Hier lang. Da durch den Wald. Guck mal. Ich meine, wir haben ja viel zu entdecken. So, ja, können wir machen. Ich bin am Start. Aber warte, wo ist der Benni? Der Benni ist ganz da vorne hier. Zur Straße und links. Komm mal zu uns, Benni. Wo seid ihr denn? Bleib an dem Posten da stehen, wo du gerade warst. Ich hole dich genau da ab. Ich laufe genau auf dich zu, über die Wiese, über diese offene kleine Talfläche Richtung zu dem Haus, von dem du gerade gekommen bist. Guck mal, können wir doch hier hochgehen. Genau. Finde ich gut. Ja. Finde ich eine gute Idee, Dennis. Ich sehe niemanden von euch. Dreh dich um. Hier auf der Straße, hier oben. Siehst du mich immer noch nicht? Nee. Da bist du doch, Alter, du blinde Fisch. Ja, ich seh dich doch schon da. Die ganze Zeit. Ja, Alter, oh, Mann, Benjamin. Wenn wir Sniper gewesen wären. Ja, ihr lauft da. Ja.
Ihr lauft da ins Nichts, da ist die Map zu Ende. Wie oft denn noch? Da so, haben wir doch eben okay. hingeguckt. Mann, Dennis, ey. Habe ich überhaupt nicht es für möglich Mann, gehalten, Benjamin. Dass ihr in diese Richtung lauft. Ja, warum denn? So blöd kann doch keiner sein, ja. außer wir vier. Da rennt nochmal da hoch, zum Ende der Map. Da eine Kuh, eine Kuh! Wo? Barsch. Mitten auf der Straße, da, der Benny. Oh, sag doch nicht sowas, ich hab mich gerade. Ich meine, da oben, da ist noch so eine Wiese und zwei rote Punkte auf der Karte, aber für die rennen wir jetzt nicht dahin. So ganz vielleicht klar. Ist da ja die neue Waffe. Gewesen. Vielleicht waren die roten Punkte, ja, die Kühe. Tommy Gun, ne? Die Tommy Gun. Munition steht nur hier. Die hätte der Tommy in der letzten Folge gebrauchen können. Hier kommt aber bestimmt aber, bald... Und die Vögel abzuballern. Aber bestimmt eine Stadt hin. Dürflein. Ja, aber dann lass nicht wieder nach Svetlojarsk, oder? Komm, wir laufen hier hoch über den Berg. Welchen Berg? Oh, Lecksymbol. Einfach rechts. Okay, komm. Ja, ja finde ich Rash gut. Vielleicht finden wir irgendwo da drin in diesem Wald einen kleinen Hirsch. Wandern. Ja. Bald wie viel Zeit muss sein, ne? So. Natürlich. Dieser Fehler wird immer weiterhin bestehen in DayZ. Ich bin das so dumm. So doof. Das ist so blöd. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ganz gut. Von der Idee her, dass man langsamer wird, wenn man einen Hügel hochläuft. Ja, aber noch nicht so übertrieben, Alter. Ja. Und dann rennt es auf einmal wie eine Kanone los. Ja, das ist halt, der Intervall ist halt voll nicht vorhanden. Es bringt auch bei solchen Hügeln nichts, irgendwie seitwärts zu gehen. Ich habe das gerade mal probiert. Muss da irgendwo so ein Schwein sein. Es muss ein Schwein da sein. Weg, ja, der geht voll hoch, ne? Wer war das? Hat dir gerade jemand geschossen? Wer war das? Habt ihr das gehört? Ja, ich hab das auch gehört. Ist ein Schuss bei uns irgendwie eingeschlagen ist oder so? Ne, der wurde hier abgefeuert. Mhm. Also ich hab nicht geschossen, definitiv nicht. Ich auch nicht. Ich war's! Also, war mir klar, dass der Halunke, wenn er schon wieder nichts sagt. Jetzt muss dann eigentlich so tun, so, boah, Schuss! Ja genau, so machst du nämlich eigentlich, daran merkt man's nämlich dran. Ob du und wenn ob der dann irgendwo zu einem Busch flüchtet. Nee, ja, genau. Guck mal, der Baum da oben, das sieht ja voll fliege aus, diese einzigen knorrigen Bäume da oben. Ja. Wo? Da der Berg, wo der eine komische Weg hochgeht. Der Berg ist ja auch verrückt. Ja, es ist viel Sightseeing in den letzten Episoden, natürlich vorletzte Folge auch mal wieder Action zwischendurch, da war beides drin. Aber ansonsten sind wir ja vor allem hier die neuen Inhalte am Testen und der letzten Folge hatten wir, ich will ihn ja nicht, naja, lass mir das sein. Mit Abstand die schönste der Sie-Folge ever. Für dich. Also lange nicht mehr so viel gelacht. Dank Tommy D'Angelo im Schneewittchenwald. Im Schneewittchenwald. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Im Schneewittchenwald mit altem Holzboden. Ich hätte der Tommy guckt sich nachher erstmal den Film Vögel an. Für den. Oder er. Nein. Er vögelt. Wolltest du das sagen? Oder dass er gut zu vögeln ist? Nee, ich bin immer gut zu Tieren. Was? Er mag Vögel. Kennt sie Werbung nicht? Ja, auch geil, wenn hier so eine Eisenbahn mal fahren würde, ne? Die einfach mal hier durchbraust und dich überfährt. Ist logisch. Oder wenn du dann nicht mehr willst, würde ich dann forsch. So ein Zombie-Lokführer, der fährt dann. Oder ne, so eine. Voll übertrieben. Gerade bei so einem realistischen Game, weißt du, so ein Zombie. Nein, so stell mal vor, so eine Truppe an Überlebenden. Mit dem Zug immer hier rumfahren und sammeln NPCs. So die Leute auf. Ja. Ist ja geil, wenn man da mitfahren könnte. Kommst du dann in so ein Dorf oder so, wo Überleben NPCs sind. NPCs wären eh geil. Ja NPCs. Und dann kannst du dich da so ausrüsten und Nahrung holen und alles. Bei den Mods war das ja so. So eine Safety-Zone, weißt du? Bei I'm Legend oder bei World War Z oder World War Z oder wie der Film. World War Z. World War Z, ey. Ich krieg die Zähne nicht mal auseinander mehr. Wir können auch nochmal auf Airfield. Wer rennt denn? Benny, bist du das? Wo rennt ihr lang, Leute? Zum Airfield. Wir werden eh noch früh genug Tiere finden. Das klappt bestimmt nochmal in irgendeiner Folge, aber... Airfield komm, gehen wir mal jetzt Airfield, komm. Schon weg. Ja, der Benny rennt vor, der stürmt wie ein Irrer. Der Benny ist eine alte, kleine, wandelnde Muschi, wie lange der da rennt. Ich kann aber nicht schneller laufen als ihr, also irgendwie muss immer diese Entfernung entstehen. Sie sind weg. Boah, da ist ehrlich eine Kuh. Wo? Krass. Wo? Nee, wo ist er? Alter, du bist doch so ein Bimbo, ne? Das war meine Rache an den Sarazar, dass der von dir umgeschossen. Du bist ein Potato hier. Couch Potato. Potato. So, jetzt holen wir alle weg, jetzt holen wir alle weg. Gib's mir, Baby, one more time. Ah. Ich bin besonders gut zu Tieren. Hallo. Und besonders gut zu Vögeln. In der Tat. Kriegst mich nicht.
Ich hab einen blauen Hut auf dem Kopf. Penny? Hm? Wann warst du das letzte Mal eigentlich bei Penny? Beim Schützenfest. Ein bisschen am Schützenfest, ja. Na Gott. Lass mal das jetzt, ey. Das ist ja schlimm. Wie so eine Krankheit. Ha, ich hab dich! Die Fangen spielen, du hast ihn erst, du hast ihn, gelaufen, Benny. Du hast ihn erst, wenn die Axt in der, wenn die Spitzhacke im Kopf gefangen? Steckt. Ja. Dann, wir laufen langsam schön den Berg hinhoch. 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 Kaffee. Werden wir ja sehen. Da holt er erstmal die Waffe raus. Er sagt, jetzt hat er wieder ab hier, meine Damen und Herren. Ich sehe schon, komm, wir werden gleich alle wieder tot am Rand liegen hier. So ganz heimlich holt er die aus der Hosentasche so raus, weißt du, Benny? Willst du dich mit anlegen? Nee. Claudio, Claudio Pozzella hier, ey. Claudio Pizzaro. Aber ich meine nicht auf die böse Art, also ich würde dich dabei nicht umbringen. Ja, nur in den Kopf schießen. Nee, ich würde nichts mit einer Waffe machen. Ach so. Der Mistgabel. Ein Schraubentier so reinpieken. Mistgabel zähle ich auch als Waffe. Erst, aber das wäre natürlich super. Erstmal die Augen ausstechen. Nee. So eine Gabel, so bling. Wird den Benny nicht verletzen. So viel sage ich. Waren wir jetzt hier in Olscha eigentlich? Ja, ne? Ich glaube schon. Also, das ist auf jeden Fall ja, die Antenne wo wir, von dem Sniperhügel, glaube ich. Ach ja, hier, ne? Ja. Weil jetzt echt nochmal das Airfield abchecken. Antenne Schernerus. Oh, ja. Wir können voll Muni gebrauchen und alles. Seid ihr voll der crazy Shit, Alter? Wir sind voll der crazy Shit. Ja, der Server ist auch rappi, ne? Obwohl, nee, nee. 15, 20 Leute. Ja, aber da kann ja schon jemand sein. Wo seid ihr denn, Leute? Das, warte mal, warum sind wir gerade zu zweit? Ich bin einfach wir wollten doch zu zweit schon mal vorgehen. Wo seid ihr? Ja, wo seid ihr denn? Ich bin jetzt ganz allein. Das funktioniert immer so gut. Rennt hoch zum Sendemast. Da war, da haben wir uns ja letztens auch getroffen. Ja. Ja, der ist ja hier direkt. Ja. Und bevor wir jetzt wieder uns irgendwie verlaufen, lieber alle da also treffen. Bis ich beim Sendemast bin, ist es 2025 so langsam, mit der Ruhe läuft. Ja, bei mir auch. Renn seitwärts. Ja, macht der, bringt nichts. Doch, bei mir schon. Seitwärts. Du hast halt den YouTube-Bonus, weißt du? Ah. Gerade ein Zombie, Alter? Nein, das war ich. Gleich hab ich. Das ist eigentlich so eine geile Aussage, rennt da gleich. Boah, aber Zombie, da kann man ja echt hochgehen. Nein, mir rennt tatsächlich ein Zombie lang. Boah, wäre das geil, jetzt einen Long Range zu haben. Ich auch. Ich bin da. Erstmal hochklettern. Wäre geil, da nicht durchzuglitschen überhaupt. Ey, hier schießt schon wieder jemand. Das bin ich nicht. Hallo, hallo, was? Hallo. Also wirklich nicht. Habt ihr den Schuss auch gehört? Ja. Ja, das war der Dennis bestimmt. Mhm. Nein, warum soll ich schießen? Dennis. Nee, ja, weil Dennis, mit komm. Dir vertraut man irgendwann gar nicht. Komm, mehr. Dennis. Nein, war ein Zombie. Komm, Dennis. Ich hab mir eigentlich überlegt, in letzter Folge den Sarazar abzuknallen. Einfach knallhart so. Weil der immer so böse ist. Willst du niemals machen. So, das nicht? Ist das Airfield. Niemals willst du das machen. Durm aufs Airfield. Wo ist der Sarazar? Das willst du nicht machen. Challenge. Akzeptieren. Nee. Nie im Leben. Eins. Zwei. Da fehlen noch zwei. Ich würde mich mit einer Kettensäge durchtrennen, wenn ich das machen würde. Ach, die wollen gar nicht mit. Im Stehen, so, weißt du. Nee, ich nicht, aber die User. Boah, den Berg hier zu erklimmen ist echt mega ätzend, ja, auf jeden Fall. Alter, lass uns hier vorne warten. Oh mein Gott, 10 Leute. Du rutschst dir einfach den Boden runter, cool. Ich komm mit der Angelo hier oben. Wie als jetzt zu Inlineskates an. Oder? Ey, warte mal, da hinten ist noch wer am Dach. Hä? Ja? Oder? Ah, eine Kuh auf dem Tower. Deckung. Ja, eine Kuh auf dem... Nee, da... Eine Kuh mit einem Sniper. Ich hab kein Fernglas und kann nichts. Ja, Tommy, wo sollen wir denn hin? Wo sind die denn? Ich weiß ehrlich gesagt nicht von wo. Ey Leute, wir sind am Funkmast. Wo seid ihr? Ja, dann gehen wir den Weg runter. Wir sind ein bisschen weiter. Wir rennen zum Airfield. Wir treffen uns am Funkmast und die alten Holzköpfe rennen weiter. Komm, geh einfach auf den Weg und renn weiter da. Richtung Airfield, dann siehst du uns direkt. Wir sind hier. Wie denn? Du weißt leider nicht, welche Richtung von hier aus das Airfield ist. Ich hole euch. Meinst du den? Ah, ich seh's. Ja. Okay, Benny. Ja. Wir sind weit gekommen. Benny. Ja. Gleich sind wir tot. Der Lukas Podolski wartet im Tower auf uns. Oh, ja, in Deutschland ist es wieder hell. Oder so. Der hat schon Kölsch. Oh, in Deutschland ist es wieder hell. Hier wird's gerade dunkel. Lustig. Echt Tag-Nachtwechsel. Also echt wieder Tag hell. Ja. Ich fühle mich übrigens hungrig. Vielleicht trinke ich mal irgendwas. Ich fühle mich so, als wäre ich besoffen. Echt? Du trinkst Alkohol? Ja. Beim Zocken? Ja, natürlich. Anders, das macht keinen Spaß. Erstmal zu Currywurst ein Glas Champagner. Schmal, lecker Whisky. Okay, jetzt hört's aber auf mit Lachen. Hier sollen wir uns einmal kurz konzentrieren. Ich bin gerne ein Bourbon. Eierlikör.
So, ja, letztes Mal war ja nicht so erfolgreich. Nee, letztes Mal, also das war echt, was ihr da abgeliefert habt, Leute. Die Flodders, also, hier waren. Die Flodders, ey. Ach, das war hier, ne? Ja. Wie? Meinst du? Wer rennt denn da so runter? Der Benny rennt einfach runter. Okay, Benny. Wir Benny, ich bin hinter dir. Ja, wir stürmen. Ja, gut. Okay. Move. Mit einem 60er Magazin. Was wäre ein Traum. War der schon ein großer Rucksack. Aber apropos gut. M4, das machen wir in den nächsten Folgen mal. Diese Hubschrauber-Absturzstellen. Ja, suchen. Auf jeden Fall. Das unbedingt. Ist aber gar nicht so leicht, weil die. Man weiß nur ungefähr, in welchen Gebieten die sind, aber dann werden die zufällig verteilt beim Server. Seid ihr? Sollen wir ein bisschen konzentrieren? Ich renne hier querfeld ein, Alter. Ich renne jetzt einfach über die Rollbahn. Da ist ein Vogel. Ja, das bin ich. Ach, der Tommy spielt mit? Nee, ernsthaft. Ich weiß. Oh, nee, jetzt fängt es an zu regnen. Kann man konzentrieren, Leute. Leute, wir sind so viele, wir stürmen die Hütte an. Eine Mülltonne. Einfach reinrennen. Kann ja nicht 5 Leute auf einmal ein Visier nehmen. Stürm jetzt alles. Curry, ja, ist das Airfield das, was es das ist, was ich denke? Wo wir vorhin gestorben sind, ja. So, das für euch schöne Airfield. Wenn der da oben jetzt am Fenster sitzen würde mit der M4, ne? Der hat uns sofort jetzt weggenatzt. Nee, muss erstmal treffen. Oben. Ich geh in den Tower rein. Weil na, das ist auch gefährlich, so sich zu positionieren. Das kannst du auch nicht bringen. Ich glaube, dass hier kein Mensch ist. Du hast viel zu viele Bewegungspunkte, wo jemand kommen könnte. Alter, es ist nicht besucht worden. Nee, gar nichts. Ist leer. Es ist wirklich zu. Alles leer. Was, wie ich gedacht habe. Wie geil ist das denn? Guck mal, schon Military Helm. Geilo. Jemand von euch in den Tower? Schön, ich gehe jetzt in den Tower rein. Ich gehe in den Tower, ja. Erster. Nein! So, ich stehe oben auf dem Tower, ne? Okay. Also nicht wundern, wenn ihr mich da seht. Das ist der Curry. Oh Gott, jetzt muss ich alles. Ich hole meinen Rucksack, ich hole meinen Rucksack. Wo? Da draußen. Meiner! Ich kann ihn nicht nehmen, das ist das Miese. Ja, ich hab ihn alles. Ich hab den Rucksack, Benny. Hätte ich meinen ganzen Loot verloren. Benny, ich hab sogar einen Sack. Also einen braunen. Wie er es mir überlegen musste. Einen braunen Sack, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Ich habe auch einen braunen Sack. PU-Scope für die SKS, nice. Bei dir glaube ich das sogar mit deinem. Egal. Nein, Dennis, hör auf. Lass es einfach, ja? Lass es einfach. Okay, ist gut, Dennis. It's too late, apologize. How much is the fish? How much is the fish? Moose-Muni, 6 Stück. Geil. Yeah. Nice. Nehme ich gerne. Richtig sexy. Gehen wir weiter zu den Hangar, ja, mit dem Benny. Dann nehme ich sie deinem Leichnam. Leichnam. Deutschland. Über alles. Was? Geh voll der Nazi, was ist los mit dir, Alter? Hä? Deutschland über alles. Hä? Deutschland über die verbotene Hymne. Ach so, ja. Ja? Ja. Alter, wir haben 5:30. Ja. Lass mich. Nee, bringt nix. Um 5:30 Uhr morgens. Da wurde doch um 5:30 Uhr geschossen auch, ne? Alter, dass wir über sowas jetzt lachen, ey. Jetzt sind wir wirklich ganz gut. Ja, kann ganz ja warten, drüber Witze machen. Der Curry ist null Nazi, wir sind alle keine Nazis. Wir sind sehr tolerant. Wir finden es eigentlich sogar ziemlich scheiße, wenn jemand nicht so tolerant ist. Aber ein paar Späße werden darüber wohl noch erlaubt sein. Punkt. Der Benny ist kein Nazi. Was? Der Tommy. Der. Also ich habe zumindest ein Helmchen. Den Curry meine ich. Und einen roten Lord Helmchen. Namen durch. Ich bin Lord Helmchen. Genau. Oh Gottchen. Wo ist ein Wölkchen? Ihr Spätzchen. Ein Wölkchen. Ein Becherchen. Ihr Spätzchen. Löffelchen. Ein Tütchen. Deine Mutterchen. Also langsam bin ich aber wieder gut ausgerüstet. Also Papageichen. Tommychen. Brauche ich noch Munition für die SKS und ich kann rocken. Boah, und vielleicht da liegt ein Rucksack. Boah, nee. Nee. Meiner. Meiner. Also wie sehr liegt, oh mein Gott. Liegt noch ein kleiner, oh mein Gott. Blauer, liegt noch. Tötet den Tommy. In der oberen Etage. Benny, meine ich. Was? Habt ihr gehört? Bevor was? Ich dir wegen Totschlag, ein kleiner blauer Rucksack liegt auch noch im Gefängnis in der Etage. Ein kleiner blauer Rucksack liegt hier rum. Fiedebum. Achso, ja, es gibt übrigens auch cool. Zucchinis. Die sind auch neu. Da kann man zweimal reinbeißen. Hab ich auch schon mal gefuttert. Zweimal reinbeißen. Ist ganz lecker. Zucchini ist ganz nice. Nehmen wir mal ein Ducktape mit, vielleicht kann man da mittlerweile was mitmachen. So, wo bist du denn, Benny? Ducktape, Ja, wir haben jetzt alles hier durch am Airfield, ne? Ja, jetzt können wir uns gegenseitig umbringen.
Machen wir doch mal Folgenpäuschen, oder? Mal in Wald. Ja, lieber noch safe gehen. Was PU-Scope ist sogar ready. Aber ich würde gar nicht zeigen, wo wir uns ausloggen. Falls uns irgendjemand immer hinterher joint, weißt du ja, wo wir sind. Ja und? Wir killen den. Lass uns da vorne in dem Haus ausloggen. Dann können wir beim Zurückkommen der nächsten Folge, wir machen jetzt eine Sessionpause sowieso, ja, vielleicht sogar nochmal schnell aufs Airfield und dann weiter nach Tieren suchen. Denn deswegen sind wir eigentlich hier. Aber Airfield war jetzt nochmal glimpflich. Hier, seid ihr bei mir? Ja, ne? Ja, wir sind. Wo seid ihr? Hier. Oh Gott. In welchem Haus? Hier gibt's überhaupt kein Haus. Wir sind weitergelaufen. Hinterm Airfield einfach. Ach so. Oh mein Kopf. Seid ihr aber ganz schön weit gelaufen. Ja, wir sind hier jetzt bei den Hallen. Ach, ihr lauft ja auch hier noch davor. Hier, kommt in die Halle rein. Kommt in die Halle rein. Ja. Hier liegt auch noch ein Rucksack, ein blauer kleiner. Und wow, ein kleiner Schulturnister, liegt auch noch. Es ist kein Tornado, es ist auch kein Twister. Können wir hier uns ausloggen? Es ist ein Tornister. Ne, hau mit deinem Sack ab. Hau mit deinem Sack ab. Der perverse Spanner ist wieder unterwegs. Komm schon, stülpt ihn über. Was? Ich geh weg. Mach die Tür zu. Bleib doch hier. Sarazan bedrängt mich wieder, Benny. Sag doch mal was. Komm mit nach Jonestown. Nö, ich geh jetzt schlafen. Ja auch. Ja, komm, wir legen uns ja, Leute, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Sag mal gucken. Ja? Der geht nicht weg mit seinem Sack. Jetzt hat er eine Säge in der Hand. Was hast du vor mit mir, Alter? Wie sie alle im Kreis rennen. Boah! Alter, du Psycho! Geh weg! Boah, du bist doch bekloppt. Boah, bist du bekloppt. Alter, der ist knapp vorbei. Alter. Brecht ihm die Beine, so brecht ihm die nicht, Beine. Tu's nicht, Mann, tu's nicht. Brecht ihm die Beine. Willst du es darauf ankommen lassen? Machst du nicht. Ein netter Versuch, nice try. Wie er weggeht. Komm her, Mann. Komm her, Mann. Komm, wir müssen ihn eingrenzen. Wir müssen ihn eingrenzen. Bevor das nachher noch blutig endet. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play DayZ und vielen Dank. Ja!